So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Eigentlich habe ich ja heute ein Video vorbereitet, das richtig heftig ist. Das geht 45 Minuten. Das seht ihr aber heute um 17 Uhr ungefähr. Und das sollte das einzigste Video sein, was heute kommt. Das habe ich nämlich direkt gestern Nacht um, keine Ahnung wie viel, 1 Uhr, 2 Uhr nach dem Livestream noch aufgezeichnet. Jetzt konnte ich aber eh nicht mehr schlafen. Vor allem, weil die Straßenkehrmaschine permanent draußen durch die Gegend fährt und 50 Mal über den gleichen Zigarettenstummel fährt und den einfach nicht wegbekommt. Und hab gedacht, wenn du schon mal so früh wach bist, deswegen habe ich auch noch meinen Schlafanzug an, mein Schlafanzug-Oberteil, richtig heftig, guckt euch das an, wie in der DDR, Bruder. Und hab gedacht, wenn du schon einmal da bist, nicht mehr schlafen kannst, wach bist, dann gönn dir doch gleich mal einen dicken, fetten Krautsalat, einen Weißkrautsalat zum Frühstück. Esst mehr Weißkrautsalat, richtig heftig. Da habe ich meine Liebe erst neu dazu entdeckt. Hier, guckt euch das an, wenn ihr da noch Aioli drauf macht oder irgendwas. Das zum Frühstück, das muss sein. Da ist der Tag auf jeden Fall gerettet. Der ist so extrem kalt. Der ist so extrem kalt. Der fährt richtig in die Zähne. Hab nämlich letztens einen gegessen. Der stand vorher nicht im Kühlschrank und der war total räudig. Und genau der gleiche, nachdem er 10 Jahre im Kühlschrank stand, war plötzlich sau lecker. Ich weiß nicht warum. Immer Weißkrautsalat schön aus dem Kühlschrank essen. Der Adi randaliert schon wieder. Ich bin jetzt nochmal zurück mit einer kleinen Infofolge, denn es sind wieder viele wichtige Dinge passiert. Und ein was hat mir den Boden unter den Füßen weggezerrt, aber nicht die Ankündigung, dass es wieder mal ein Raid-Wochenende gibt. Das ist eigentlich was Cooles, das ist eigentlich was Positives. Boah, der dreht total durch. Ich glaube, der hat auch Weißkrautsalat genascht. Denn Latios und Latias kommen zurück für ein Raid-Wochenende, habe ich mir aufgeschrieben, vom 24. Januar, 22 Uhr bis 27. Januar. Stimmt das? Ja. Der 24. ist, glaube ich, sogar der Freitag, wo die nächsten X-Raids stattfinden. Also davon abgesehen, dass heute auch welche stattfinden. Am 17. Heute ist ja der 17. So ein Durcheinander jedes Mal. Also vom 24. bis 27. Januar an dem Wochenende wird es natürlich nochmal Latios und Latias geben. Die sind auf jeden Fall sehr auffällig als Shiny, sind eigentlich auch recht coole Pokémon. Könnte man sagen, wer da noch kein Gutes hat, kann sich noch ein Gutes holen. Wer noch kein Shiny hat, kann sich dann ein Gutes holen, also ein Shiny holen. Sabrina spielt gestern im Livestream auch gesagt, die hat sie verpasst, sie hat bis zum Ende nichts bekommen. Die freut sich natürlich, dass sie zurückkommen. Wie sieht's mit euch aus? Habt ihr schon Shiny Latios? Habt ihr schon Shiny Latias? Oder freut ihr euch, weil ihr die noch gar nicht habt und das erste Mal in den Raids auf diese zwei lustigen Vögel trefft? Sind ja eigentlich Drachen. Ich finde, es ist immer mal schön, Abwechslung, es dauert nicht so lang. Wenn die jetzt wieder einen ganzen Monat da wären, wäre zu viel, aber so für ein Wochenende mal ein bisschen Abwechslung reinzubringen in die Raids, auch wenn es nichts Neues ist in dem Sinne. Trotzdem werden alte Leute bespaßt, neue Leute werden bespaßt, also was gibt's Besseres? Dann gibt es natürlich noch eine kleine Neuerung, denn ihr kennt ja alle Ditto und die Pokémon, wo das alles drin sein kann oder was alles ein Ditto sein kann. Jetzt ist ganz neu auch Toxipet dazugekommen. Toxipet kann jetzt also auch Ditto sein. Die momentanen Pokémon sind hier also jetzt Blutzug, Huthut, Schluppuck, Ledibar, Paras, Remoraid, Flurmel, Samurzel, Kamaup, Bidiza, Eneko, Hornliu, Weberag, Hopsspross und Toxipet. Alle, die natürlich sonst Ditto waren, aber dann Shiny wurden, wie auch zum Beispiel Taubsi oder wie Mankey oder wie Radfratz, gibt es ja alles nicht mehr. Immer wenn was Shiny sein konnte, wurde es dann also kein Ditto mehr, konnte kein Ditto mehr sein. Wir sind aber immer noch gespannt, wie die das machen, wenn sie mal Shiny Ditto einführen, wie das gehen soll. Und Shiny Ditto sieht auch richtig genial aus. Müsste ja so bläulich sein, so eine bläuliche Farbe. Ist auf jeden Fall wieder was ganz Besonderes. Aber jetzt kommt, wo wir gerade beim Thema Shiny sind,
Wir reden eigentlich nur über Shinies. Latios, Latias, Shiny, Ditto Shiny, auch wenn das noch kein Thema ist. Aber das Party-Hood-Event ist zu Ende. Ich habe theoretisch meine Ausbeute ja schon gezeigt währenddessen. Ich hatte ja gezeigt, dass ich da bei dem alle Baby-Pokémon, habe ich euch ja gezeigt, dass ich da das Pichu mit Party-Hood habe, dass ich das entwickelt habe, dass ich auch Pikachu und wie heißt das andere Ding? Reitschuh, genau, wie man es schreibt, wie man es spricht, meine ich. Reitschuh. Dann habe ich ja auch diese Raids gezeigt, mit wohin genau als mit Partyhut oder Radikal mit Partyhut. Was es aber noch gab, war das Waumpel mit Partyhut, mit dem ich auch ein bisschen gelaufen bin, dass ich auch als Buddy mal drin hatte. Shiny Waumpel mit Partyhut. Und genau wie es eben bei Damiaplex war, im Winter-Event, im Weihnachts-Event, das wurde ja als Shiny mit Glöckchen eingeführt im Winter-Event. Und als das Winter-Event vorbei war, waren die Glocken weg, aber das Shiny ist natürlich geblieben. Ihr konntet also nach dem Winter-Event weiterhin Damiaplex als Shiny bekommen, nur ohne Kostüm. Aber wer noch kein Shiny bekommen hat, kann sich jetzt immer noch ein Shiny Damiaplex sichern, wenn er mal eins antrifft. In der Nähe oder so. Das gleiche ist jetzt aber auch mit Waumpel passiert. Und das ist eigentlich das Schlimmste, was passieren konnte. Denn Waumpel wird sicherlich das schlimmste Shiny, das nervigste Shiny. Also für Leute, die jetzt einfach eins fangen, durchentwickeln und sagen, ich bin fertig. Ist das scheißegal, das ist alles hinfällig. Aber Leute, die die ganze Familie sammeln wollen, wird das so ein Grauen sein? Es gibt ja Leute, die sagen, okay, ja, muss ich halt 5 Stück fangen? Und wo ist jetzt das Problem? Aber so ist es ja nicht. Ihr könnt ja die Entwicklung auch nicht beeinflussen. Wenn ihr also einen Waumpel fangt und es ist shiny und ihr fangt ein zweites Waumpel und ihr entwickelt beide und das eine ist männlich, das andere ist weiblich. Es kann sein, dass beide, die ihr entwickelt, zu Schalocco werden. Woraus ihr natürlich dann zweimal Papinella kriegen würdet. Beim ersten Mal ist es ja noch nicht so schlimm. Wenn ihr seht, ihr habt zweimal Schalocco, behaltet ihr halt einen Schalocco, macht das zweite zu Papinella. Wenn ihr ein drittes Waumpel kriegt, lasst ihr das als Waumpel, schon habt ihr eigentlich einen Pfad voll. Aber das Problem ist dann, den Gegenpfad zu bekommen. Denn ihr könnt, es gibt keine Namensträger, ihr könnt das nicht beeinflussen mit irgendwelchen Sachen. Es liegt nicht an irgendwelchen Werten. Es liegt nicht am Geschlecht und so müsst ihr natürlich sehen, dass ihr Panekkon bekommt, was sich dann zu Pudox weiterentwickelt. Aber ich habe es so oft gesehen, gerade als ich den Pokédex-Eintrag von Pudox haben wollte. Ich habe bestimmt 20 Waumpel entwickelt und alle sind Schalocco geworden. Und das waren so unterschiedliche. Und wenn ihr dann also das bei den Shinies auch habt, das Problem, ihr denkt so, ja, es sind halt 5 verschiedene, ist kein Problem, aber dann müsst ihr wirklich, wenn ihr die Familie haben wollt, 20 Waumpel, 20 Shiny Waumpel bekommen, die entwickeln, weil ihr 18 Mal Schalocco bekommt, aber ihr bekommt partout kein Panekkon, dann ist das einfach, da raste ich jetzt schon wieder aus, obwohl es noch nicht mal angefangen hat. Das ist aber wieder mal ein Fall für die Tauschfunktion, finde ich. Denn vielleicht geht es anderen ja auch so, nur andersrum. Andere bekommen vielleicht den anderen Pfad. Ihr kriegt den ersten Pfad, sie kriegen den zweiten Pfad. Die haben dann also plötzlich 50 Panekkon auf der Hand und ihr habt 20 Schalocco auf der Hand. Jetzt wäre es doch also schlau. Ihr würdet einfach ein Panekkon gegen einen Schalocco tauschen. Der andere hat das, ihr habt das. Und jeder entwickelt seins zu Ende. Und dann ist die Katze im Sack. Oder nicht? Wäre doch auf jeden Fall eine richtig gute Idee, wenn die Leute daran denken, wenn überhaupt jemand einen Waumpel Shiny bekommt. Und wenn die sich dann kennen und wenn die so gnädig sind, da hat das Trade-System wieder mal einen Vorteil. Ich sage ja immer, ich würde, keine Ahnung, ich wüsste nicht, wofür ich, was ich großartig traden soll. Viele Leute traden das hier, dort. Gut, für die Incognito-Buchstaben haben das viele genutzt. Viele nutzen das natürlich dann auch für die regionalen Pokémon. Aber meiner Meinung nach
für die Shinies ist es mir persönlich also am wichtigsten, das Trade-System auch zu nutzen, um eben auch alle Familien voll zu bekommen, weil einer hat von den Shinies mehr, braucht die nicht, der andere hat davon mehr, braucht die nicht. Und so kann man sich da austauschen, um die Familien voll zu kriegen. Wie seht ihr das? Freut ihr euch auf Wampel? Habt ihr einen Partyhut-Wampel bekommen während des Party-Events, während des Ei-Marathons? Schreibt es mal in die Kommentare. Und wollt ihr auch wieder die ganze Familie sammeln? Oder sagt ihr, Wampel, nicht mit mir, das kommt mir nicht in die Tüte? Das war's aber eigentlich von meiner Seite. Ihr seht, es ist viel passiert, wie immer, ne? Oder wie beim Marienhof oder wie bei unter uns oder bei irgendwas anderem. Latias kommt zurück, Latias kommt zurück, dann habt ihr ein neues Ditto, was ein Ditto sein kann, und ihr habt Wampel ab sofort auch als Shiny verfügbar. Das ist doch richtig krass, da hat man wieder einiges zu tun. Das war's aber von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal, bis dahin, peace out, junge Weißkrautsalat, euer Ramses.